Herzlich willkommen zu unserem nächsten YouTube-Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben sonnige 24 Grad. Und da Sancha und Pancho noch nicht im Vogelpark Waldbrücke waren, dachte ich, ein toller Ausflugstag. Dieser Vogelpark Waldbrücke wurde 1960 gegründet. Bei diesen Tieren handelt es sich um Abgabetiere von Privatpersonen, die einfach keine Zeit mehr haben für diese Papageien. Aber auch um Abgabetiere aus den Tierheimen, die im Vogelpark ein neues Zuhause gefunden haben. Na, guck mal. Diese Tiere, die derzeit im Vogelpark leben, kommen meist aus nicht artgerechter Einzelhaltung. Schau mal, ein Ara. Schau mal. Sie wurden sensibel an Artgenossen gewöhnt und leben inzwischen harmonisch mit ihrer Gruppe oder mit einem Partner zusammen. Wenn ihr uns schon länger folgt, wisst ihr auch, dass die keine Scheu haben vor Aras. Ja, wunderschön. Ja, hallo. Hallo. Komm, wir gehen zu den Grünzügeln. Hier in diesem Park gibt es ja auch 4 Grünzügelpapageien und 2 Rostkappen. Da wir sie ja schon gehört haben, gehen wir doch direkt mal hin. Da eine Doppelvergitterung ist, sieht man sie nicht so gut durch die Sonne. Da sind sie alle. Der Rostkappen ist auch da. Besitzer der Weißbäuche hier haben sie abgegeben, weil sie einfach mit der Energie nicht klargekommen sind. Jetzt hört mal, wie sie miteinander kommunizieren. Ist das geil? Wow! Ich war echt fasziniert von ihrer Kommunikation. Diese Papageien hier im Park freuen sich über jeden Kontakt mit dem Menschen. Deshalb macht mich das schon ziemlich traurig, gerade bei den Weißbäuchen, dass man nicht vorher recherchiert, dass diese Tiere halt mal energiegeladen sind. Diese Tiere suchen ja auch den Kontakt mit dem Menschen, aber die Mitarbeiter haben ja auch nicht die Zeit dafür. Seht ihr, wie sie da alle hängen? Ach, ich würde sie am allerliebsten alle mitnehmen. Vor den Volieren sind auch immer Bänke, wo man sich hinsetzen kann und die Vögel beobachten kann. Da haben wir uns auch ein bisschen hingesetzt und sie konnten auch ein bisschen essen. Oh, wie schön. Dann ging es auch weiter zur Blaustirn-Amazone. Auch hier bei der Amazone könnt ihr sehen, dass die keine Scheu haben vor Menschen. Hallo. Ihr seid so geil. Sancha, du bist der Knaller. Wie schön. Ha 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 ha!
Oh, da kommt die neue Höhe. Wir kommen wieder. Hier sind zwei Edelpapageien. Leider sieht man das durch die Sonne nicht so gut. Und hier ein wunderschöner Kakadu. Und Liebesvögel gibt es hier auch, eine jede Menge. Und Wellensittiche natürlich auch. Meint ja, die schimpfen. Die schimpfen. Die wählen sie dich hier schimpfen. Sanja, komm. Die schimpfen. Sanja, komm. Komm. Hier sind noch Finken und Kanarienvögel. Die sind doch voll süß. Dann hat mich ein Mitarbeiter angesprochen, ob ich hinter die Folieren möchte, um zu sehen, wie die Papageien gefüttert werden oder wie die Käfige gereinigt werden. Und das war sowas von laut. Die Lautstärke kam gar nicht so in Geltung, aber ich glaube, das Mikrofon schluckt das. Aber glaubt mir, das war brutal laut. Und diese Sicht ist von außen, also für die Besucher. Das hier ist ein Kakadu. So nah. Und hier sind die Graupapageien. Nebenan ruft ein Amazon Hallo, wo wir auch gleich rüberschauen. Das sind halt Hammer, ne? Ist das geil? Komm, nimm mal dich auch mal auf. Ha? Hallo. Hallo, wo bist du? Der Hallo sagende Amazon. Hallo. Komm, komm runter. Komm, komm, komm. Hallo. 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 Ja. Ich
liebe diese quietschende Stimme von den Amazonen. Oh, ist das Wahnsinn. Keine Scheu, keine Angst vor diesen großen Tieren. Weißbäuche sind schon der Knaller. Übrigens, im Rahmen der Tierschutzarbeit nimmt der Vogelpark Waldbrücke nicht nur Tiere auf, also die einen Platz auf Lebenszeit brauchen, sondern unterstützt auch Papageienhalter, die ihre Tiere abgeben müssen oder wollen oder bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Und des Weiteren unterstützt der Vogelpark auch Halter bei der Suche nach Partnervögeln. Sie legen auch ganz großen Wert auf artgerechte Unterbringung. Dieser Park ist echt schön aufgebaut und wirklich sehr große Volieren, so dass die Papageien da drin auch fliegen können. Leider ist dieser Park halt auch auf Spenden angewiesen. Meist mit gebrauchten und gespendeten Baumaterialien können die ihre Volieren vergrößern, sodass zum Beispiel die Graupapageien in einer Achtergruppe zusammenleben und die Gelbbrustaras eine größere Außenfoliere haben, in der sie auch wirklich frei fliegen können. Da ich heute alleine unterwegs war mit meinen Papageien, waren wir fast 2 Stunden hier im Park. Obwohl der Park ja gar nicht so groß ist, aber man kann hier wirklich eine Weile verweilen. Und nach unserem tollen Rundgang sind wir wieder bei den Grünzügeln gelandet. Ich finde es wahnsinnig toll, wie die zusammen kommunizieren. Ja, das war unser Besuch im Vogelpark Waldbrücke. Und sie haben endlich auch andere Grünzügelpapageien gesehen. Und wir hatten riesig Spaß. Wir werden jetzt so langsam nach Hause fahren und ich bin mir auch sicher, dass die zu Hause wieder 1-2 Stunden schlafen werden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn das so ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Nicht kaputt machen.